Ostern bedeutet für viele auch das Ende der Fastenzeit. Persönlich habe ich tatsächlich 7 Wochen eingelegt. Ohne Alkohol war kein Problem. Keine Kohlenhydrate. Nun ja, das ganz große Problem war der Zucker. Den gab es auch nicht. Herr Dr. Med Hadi Walle, ist das typisch oder nur, weil ich die Naschkatze bin? Was ist typisch oder weil Sie haben Sie Beschwerden gehabt oder? Nein, überhaupt nicht. Aber das fiel mir so am schwersten, wenn ich abends dann auf dem Sofa gesessen habe und dann jetzt nicht zur Tüte Lakritz greifen konnte oder Schokolädchen. Ja, das ist Gewohnheit und Sie sind die Naschkatze. Also es gibt wirklich unterschiedliche Typen. Ja, zum Beispiel mir persönlich würde es überhaupt nichts ausmachen, jetzt diese Süßigkeiten wegzulassen. Ich bin eher so der herzhafte Typ, also wir im Saarland essen gerne Lioner zum Beispiel, also da würde es mir schwer fallen, drauf zu verzichten. Aber bei meinen Teilnehmern in Kursen habe ich gelernt, es gibt viele Menschen, die brauchen ab und zu was Süßes. Ja, die sind da richtig, ja, ich hatte fast gesagt, süchtig danach. Das heißt jetzt, ich mache auch viel Sport, trotzdem habe ich die Kohlenhydrate nicht vermisst. Was sagt mir das denn dann? Ja, Kohlenhydrate sind ja nicht essentiell. Das heißt also, es gibt Nährstoffe, die müssen wir essen. Ansonsten haben wir einen Mangel. Es gibt essentielle Fettsäuren, zum Beispiel diese Omega-3-Fettsäuren. Aber es gibt auch essentielle Aminosäuren, also Eiweißbausteine. Von denen sind 8 essentiell für uns Menschen. Das heißt, wenn wir die nicht zuführen über die Nahrung, haben wir irgendwo ein Problem. Bei den Kohlenhydraten ist das ganz anders. Und zwar aus dem einfachen Grund, die können wir selber bauen. Ja, das heißt, der Mensch ist in der Lage, Gluconeogenese nennen wir das, also Zuckerneubildung zu machen. Das ist auch sinnvoll, weil unser Gehirn ist abhängig von den Kohlenhydraten. Jetzt haben wir die Hungersnot und sie jagen dem Wild hinterher, kriegen aber nichts. Und dann würden wir ja irgendwann in der Hypoglykämie, der Unterzuckerung, kennt der Diabetiker ja, wegkippen. Und das passiert uns nicht, weil der Körper dann aus Eiweiß und etwas Fett selbst die Kohlenhydrate baut. Also deshalb, und wenn Sie jetzt hingehen und viel Sport machen, dann trainieren Sie zum Beispiel die Fettverbrennung, ganz wichtiges Thema. Ja, und das heißt, Ihr Muskel kommt gut mit Fett zurecht und lässt dann dem Gehirn seine Kohlenhydrate. Der Untrainierte, der keinen Sport macht, der auch noch insulinresistent ist, können wir gleich drüber reden, der frühstückt morgens und dann futtert der Muskel die Kohlenhydrate weg und dann kriegt der halt Hunger, weil das Gehirn sagt, ich brauche aber auch welche. Ja, also deshalb ist Sport so wichtig langfristig, damit man auch mit weniger Kohlenhydraten auskommt, weil man durch Sport die Fettverbrennung optimiert. Kommen wir mal zu der Diät, die ich gemacht habe. Also das war jetzt 3 Wochen unter 700 Kalorien. Die Sachen, die weg waren, habe ich ja alle schon erzählt. Die weg waren, habe ich ja alle schon erzählt. Aber es gab viel Proteine. Also alles richtig gemacht? Grundsätzlich ja. Die Frage ist natürlich, warum mache ich eine Diät? Bei 700 Kilokalorien werden Sie abnehmen. Sie werden also abgenommen haben. Ja? So, wenn Sie die Kohlenhydrate weglassen und genügend Eiweiß essen, ja, dann wird es auch so sein, dass Sie gut Fett verbrennen, gerade wenn Sie ja, wie Sie sagen, Sport machen. Wenn aber viele einfach FDH machen und essen von allem die Hälfte, essen also auch wenig Eiweiß, dann bauen die eben Muskeln ab. Ja? A, weil der Körper nicht genügend mit Eiweiß versorgt ist, aber auch, wie ich vorhin gesagt habe, weil der Körper ja für die Zuckerneubildung Eiweiß verbraucht. Das heißt also, gerade wenn Sie jetzt sehr wenig Kalorien essen und auch sehr wenig Kohlenhydrate essen, Ihr Gehirn braucht aber am Tag etwa 120 Gramm. Sie essen aber nur 70, 80 Gramm, weil Sie so Richtung Ketogen gehen wollen. Ja? Dann braucht Ihr Körper mehr Eiweiß, damit auch das Gehirn indirekt über diese Zuckerneubildung versorgen kann. Also wenn Sie viele Proteine gegessen haben und die Kohlenhydrate reduziert haben, alles richtig gemacht. Gut, dann nach 3 Wochen denkst du dir natürlich, weil viel Protein heißt ja auch viel helles Fleisch, dann denkst du dir natürlich... Nicht unbedingt. Aber auch, weil man will ja jetzt nicht nur Proteinriegel oder einen Proteinshake essen. So, also habe ich danach dann jetzt nochmal 2 Wochen basisch gemacht. Das heißt, nur vegan, keine Kohlenhydrate, um dann eben den Körper auch nochmal komplett zu entgiften. Auch wieder alles richtig? Jein.
Ja, also zuerst mal können sich Eiweiß natürlich wunderbar zuführen über vergorene Milchprodukte, Quark, Hüttenkäse, Joghurt. Sie können Fisch essen, Sie können aber auch Hülsenfrüchte essen, etc. etc. Es muss nicht das helle Fleisch sein. Zum anderen sage ich immer so, ich esse relativ wenig helles Fleisch. Ja? Ich esse viel lieber rotes Fleisch. Warum? Ganz einfach. Weil helles Fleisch ist ja für viele Putenfleisch. Ja? Ich kenne einen Arzt, also vor vielen Jahren habe ich den kennengelernt, der kam eines Tages zu mir und hat gesagt, Herr Walle, ich esse nie mehr Putenfleisch. Ich habe gesagt, was ist denn jetzt los? Helles Fleisch gilt doch als gesund, fettarm etc. Sagt er, ja, aber meine Schwester hat einen Putenzüchter geheiratet und ich war einmal da, das reicht mir. Das heißt also, wenn Sie sehen, wie diese Puten gezüchtet werden, ja, die sich vorne wundscheuern, weil sie so eine riesen Putenbrust haben, weil sie Antibiotika bekommen, wie die eingefärbt sind, dann fassen Sie dieses Fleisch nicht mehr an. Wenn Sie aber bei uns hier über die, ich wohne im Saarland, über die Felder joggen oder spazieren gehen, ist egal. Morgen habe ich noch die Schafe da draußen gesehen, ja, auch ein kleines Lämmchen mit dabei, die sind Sommer wie Winter draußen, fressen Gras, ja, dann esse ich lieber so ein Lammfleisch zum Beispiel. Oder bei uns gibt es auch so einige Ökobauern, Gott sei Dank, wenn ich da die Rinder draußen grasen sehe, dann esse ich lieber dieses rote Fleisch, weil das rote Fleisch Krebs macht, ist eigentlich eine Mär, das stimmt ja so nicht. Und wenn ich, im Moment ist es nicht so, aber sonst im Frühjahr, haben wir ja bald wieder, auch bei uns über die Römerstraße gehen und dann sind diese Hühner auf den Feldern, ja, dann esse ich auch gerne deren Eier. Das heißt also, Kalbfleisch könnte man jetzt darüber diskutieren, schmeckt mir aber nicht. Ich sage Ihnen auch, warum, weil es viel zu mager ist. Ich esse gerne fettes Fleisch, durchwachsen etc. Aber grundsätzlich, also wie gesagt, wenn Sie nur Fleisch essen, übersäuern Sie, das ist richtig, ja, und dann ist es gut, dass es dann ausgleicht. Aber eine ausgewogene Mahlzeit ist ja, dass Sie nicht nur Fleisch auf dem Teller haben, Sie haben ja auch Gemüse ohne Ende, Sie haben vielleicht einen Salat, Sie trinken im Basis Mineralwasser, sodass in der Summe das Essen trotzdem ausgewogen sein kann. Ganz wichtig ist aber doch sicherlich nach der Diät, also die Basis habe ich jetzt auch nur nach hinten rangegangen wegen einmal komplett entgiften, aber dass ich nicht jetzt direkt von 700 auf 2.500 Kalorien gehe, sondern nochmal 3 Wochen. Bei unserer Diät nennt sich das Stabilisierungsphase, dass ich da auch nochmal dranbleibe, oder? Kann ich direkt nach der Diät zuschlagen? Theoretisch könnten Sie auch direkt zuschlagen. Der Körper sagt Ihnen schon, ob Sie es vertragen oder nicht. Hören Sie auf Ihren Körper, der meldet sich schon. Ich hätte jetzt aber gesagt, warum haben Sie denn 700 Kilokalorien so extrem Diät gemacht? Das wäre das eine. Ja? Und das zweite ist ja, wie Sie so schön sagen, nach der Diät dann wieder zuschlagen. Ich kenne halt Leute, die machen 3-mal im Jahr Diät, da können sie in den 4 Wochen mit denen nichts mehr anfangen, die kommen zu keinem Fest, die trinken keinen Alkohol, machen gar nichts in der Zeit und dann schlagen die wieder zu, dann geht das Ganze wieder hoch, dann machen sie nochmal die Diät. Kann man machen, ist aber nicht das Ideale. Man sollte eigentlich einen Lebensstil finden, mit dem man dauerhaft klarkommt. Dennoch mache ich auch 1-mal im Jahr, übrigens auch in der Fastenzeit, aber das mache ich schon seit 30 Jahren, dass ich keinen Alkohol trinke und dass ich auch süß Fasten fällt mir eh nicht schwer, aber dass ich auch, wir haben so ein Konzept, das heißt Leberfasten, dass ich 1-mal im Jahr Leberfasten machen, in Anführungszeichen zum Entgiften. Also das ist ein Begriff, den könnte man jetzt lange diskutieren, aber sag mal, dem Körper mal so einen Frühjahrsputz zu gönnen. Gut, da sind wir ja schon bei dem Anlass, den ich hatte, weil ich habe ja gesagt, Mensch, wenn wir jetzt so ein Gespräch machen, eigentlich nach der Fastenzeit macht es relativ wenig Sinn. Deshalb habe ich gesagt, Mensch, ganz provokativ die Frage, Fastenzeit ist vorbei. Kann ich jetzt wieder fressen? Ja, also ordentlich essen ist das, was ich meinen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen in den Kursen immer beibringe. Weil viele Menschen meinen ja, Gewicht halten oder sowas wäre wenig essen. Unser Magen kennt keine Kalorien. Das ist wirklich so. Das heißt, die Kalorien sind nicht das, was sie satt macht oder was sie befriedigt, sondern unser Magen will Volumen und Gewicht. Wir haben vorhin gesagt, Steinzeit. Ja, ich bin jetzt in der Hungersnot und renne mit meinem Kumpel seit 8 Tagen hinter so einem Mammut hinterher. Jetzt haue ich das Vieh um. Meinen Sie, da hätte der Steinzeitmensch gegessen, bis er gesagt hat, oh, jetzt habe ich aber 500 Kalorien, jetzt hören wir auf. Der hat, wie Sie sagen, gefressen, was das Zeug hält. Und erst als der Magen gesagt hat, entweder platzen wir gleich oder es kommt oben raus, dann hörst du auf. Das heißt, es ging ja in der ganzen Menschheitsgeschichte immer nur darum, nicht zu verhungern. Es ging nicht darum, dünn zu sein, abzunehmen, wenig Kalorien zu essen, sondern es ging darum, nicht zu verhungern. Deshalb nimmt unser Körper so gerne zu und so schwer ab. Ja? Und deshalb ist Sättigung etc. nicht gesteuert über Kalorien, sondern über Volumen, Gewicht. Das heißt, wer abnehmen will,
muss essen, er muss nur wissen, was er isst. Und das ist das Thema Energiedichte. Ein Beispiel dafür. Eine Tafel Schokolade auf einmal gegessen. Weiß nicht, ob Sie das schon mal, wenn Sie sagen, Sie sind so ein süß Maul, dann haben Sie das sicher schon gemacht. Das machen Sie mit links. Das machen Sie mit links. Sie sind aber keine 5 Stunden satt hinterher. Ja? So. Eine Tafel Schokolade, 100 Gramm, hat je nach Sorte so 500, 600 Kilokalorien. Wenn Sie ein Kilo Salatgurke essen würden, hätten Sie 120 Kilokalorien. Das heißt, um diese 500, 600 Kilokalorien der 100 Gramm Schokolade zu essen, könnten Sie 4, 5 Kilo Salatgurke essen, was aber nicht geht. Sie kriegen es nicht rein. Ja? Auch selbst wenn Sie wollten, das schaffen Sie nicht. So, das heißt, Essen ist ja ein Lustprinzip. Es ist nicht willentlich nicht gesteuert. Sie sind bestimmt schon mal hungrig einkaufen gegangen. Was passiert? Gerade die letzten Wochen. Ja, man kauft in der Regel mehr etc. Vielleicht in den letzten Wochen haben sie sich beschränkt, aber normalerweise, wenn sie hungrig einkaufen, essen, kaufen sie mehr. Das heißt, Essen ist eigentlich ein Lustprinzip. Und deshalb machen Diäten keinen Spaß, weil man den Leuten immer die Lust wegnimmt. Ja, aber moderne Konzepte heißen wirklich ad libitum. Also Libidum ist nicht nur die sexuelle Lust, sondern insgesamt die Lust. Das heißt, sie essen eigentlich, damit sie befriedigt sind. Dazu brauchen sie Volumen, Gewicht und Magenfüllen. Deshalb gibt es bei mir so ein paar Sprüche, kein Tag ohne Salat. Ordentlich. Und zwar nicht so ein Beilagensalätchen, ja, sondern einen richtigen Teller vornweg. Dann Basis, haben Sie eben gesagt. Die Basis einer gesunden Ernährung, also die Basis einer Pyramide, Sie kennen vielleicht diese Ernährungspyramiden, ist eben nicht Vollkorn, sondern ist Gemüse und kohlenhydratarmes Obst. Also dann, ich sage, kein Tag ohne Salat, essen Sie mal ordentlich einen Salat vornweg. Dann hauen Sie sich ordentlich Gemüse rein. Ist der Magen schon halb voll. Jetzt müssen Sie aber lange satt sein und wenn wir gleich drüber reden, über den Eiweißhunger, Sie müssen ja auch nachhaltig satt sein. Also essen Sie Eiweiß, Sie brauchen auch für die Muskeln Eiweiß. Essen Sie ein großes Stück Fleisch, Fisch, was Sie wollen. Ja? So. Dann haben Sie vielleicht noch ein bisschen Platz für ein, zwei Kartoffeln. Kartoffeln sind nicht Pommes. Ja? Und dann essen Sie noch einen Apfel als Nachspeise. Ich sage im Scherz, dann bleibt Ihnen das Tiramisu im Hals stecken. Geht nicht mehr rein. Ja? Und dann haben Sie gar nicht das Gefühl, dass irgendwas weg ist. Ja, wirklich, mache ja jede Woche Beratung. Und letzte Woche war es wirklich so, dass eine Frau dreimal nachgefragt hat mit diesen, was sie bei der Haupt, also wir arbeiten mit Mahlzeitersatz, aber einmal am Tag essen die Leute so eine Hauptmahlzeit, richtig. Da hat der Mann zu Hause immer gestänkert und gesagt, mit dem, was du hier alles isst, kannst du nie im Leben abnehmen. Doch, sie kann abnehmen, weil Teller voll heißt nicht automatisch viele Kalorien, heißt aber viele Nährstoffe. Also wir unterscheiden in der Ernährungsberatung Energiedichte, viele eng gepackte Kalorien, ein Stück Hartkäse, Schokolade und hohe Nährstoffdichte bei wenig Kalorien ist. Zum Beispiel der grüne Apfel. Ja, also deshalb müssen wir mit einigen, ja, wie soll ich sagen, Vorurteilen, abnehmen ist gleich wenig essen. Damit müssen wir aufräumen. Hat es denn, also jetzt normal esse ich immer, ne, die selbstgebackene Pizza, machst du so ein Blech, schön, schaffe ich in einem. So, jetzt entweder lag es jetzt, liegt das dann doch nicht an der Diät, dass der Magen vielleicht jetzt, wie man immer sagt, kleiner geworden ist, sondern liegt es daran, dass ich gestern wirklich nur so ein Stück geschafft habe, weil das eben eine Pizza aus Leinsamenboden war? Wahrscheinlich beides. Also, ob der Magen in der Diät schrumpft, kann ich Ihnen verlässlich gar nicht sagen. Aber ich persönlich habe auch manchmal das Gefühl, ganz ehrlich, also wenn ich ein bisschen Leberfasten sowas gemacht habe, dann kann ich manchmal diese ganzen Mengen, die ich essen will, gar nicht essen. Also scheint der Körper sich schon ein bisschen zu adaptieren. Ja, das ist das eine. Oder ich sage mal so, wir haben ja im oberen Drittel diese Dehnungsrezeptoren, also Messfühler, die Magenfüllung messen. Die werden vielleicht nochmal ein bisschen empfindlicher, ein bisschen scharf gestellt. Also da haben sie sicherlich das Gefühl, ich bin schneller satt, weil der Magen jetzt besser reagiert. Ja, und das andere ist aber sicher, wenn Sie Pizza einmal mit Leinsamen machen, also je nachdem, wie Sie machen, quillt das auch und macht auch schneller eine Füllung, damit eine bessere Sättigung. Wahrscheinlich waren es beide Effekte. Heißt das, wenn wir dann jetzt mal über den Leinsamenboden, gibt es ja auch fertig, schmeckt sogar richtig gut. Man denkt ja erst, das schmeckt gar nicht, aber das schmeckt ja alles richtig gut. Genauso wie alles richtig gut schmeckt, was ohne Weizen ist. Sagen Sie, Weizen ist jetzt in die böse Tonne. Gibt es sowas? Böse Tonne, gute Tonne? Nein. Also haben wir ja eben schon so angedeutet. Aber ist Weizen jetzt wirklich
Nein, also nein, böse und gute Tonne kenne ich nicht. Ja? Das ist immer eine subjektive Sache. Es gibt Menschen, die vertragen keinen Milchzucker, Laktoseintoleranz. So, für die ist dann der Milchzucker die böse Tonne. Es gibt aber andere Menschen, die vertragen den sehr, sehr gut. Ja? So, es gibt Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, die heißt Galaktosämie. Für diesen Menschen ist sogar der Milchzucker, weil er nicht aufgespalten, also nicht richtig verstoffwechselt wird, sogar Gift. Ja? Für andere ist es gut. Der Weizen wird ja immer gelobt mit Vollkorn und was weiß ich alles, wurde es immer gegessen. Ja? Und da kam vor vielen, vielen Jahren, ist auch schon 10 Jahre her, gab es dieses Konzept Schlanken Schlaf von Detlef Pape. Ja, und da gab es dieses Eiweißabendbrot, kennen Sie vielleicht. Und damals habe ich mich, ich schreibe ja manchmal auch so Artikel und Blogs und sowas, habe ich mal wirklich einen Artikel geschrieben, dass ich damit Bauchschmerzen habe, weil diese Eiweißbrote waren ja voll mit Weizenkleber, Gluten. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht da zukünftig mal richtige Probleme geben wird, ja, weil die Menge macht das Gift, zu viel, zu wenig. Und so ist es auch eingetreten. Das will ich mir nicht auf die Schulter klopfen. Das heißt also, ich glaube, geringe Mengen von Weizen, Gluten, wenn sie gut kauen und sowas, ist eigentlich gar kein Problem. Wenn sie aber dann solche Glutenbomben sich zuführen, dann glaube ich schon, dass unser System da Probleme hat, sich zu adaptieren. Ja? Aber jetzt diese Weizenwampe, ich kenne diese Bücher und alles, also, ja, und diese Unverträglichkeiten, die heute diagnostiziert werden, mit denen werde ich ganz häufig konfrontiert. Ja? Ich frage schon mal, wurde es gependelt? War es ein Armtest? Oder nein, Labor, IgG. Das ist auch so eine Masche. Ich sage, dann sparen sich diese 400 Euro für diese ominösen Tests. Ich kann Ihnen vorher schon sagen, was rauskommt. Schreiben Sie mal auf, was Sie gerne und viel essen. Und da werden Sie überall positiv sein. Das hat ja, das ist das Prinzip der Impfung, der Immunität, der Adaptation. Also da wird auch viel Schindluder getrieben mit Halbwissen, aber es sind auch schöne Geschäftsmodelle für Ärzte, Heilpraktiker, auch Ärzte machen das und vor allen Dingen für die Labore. Also da wird vieles auch, wie soll ich sagen, übertrieben. Es gibt natürlich diese Zöliakie oder die Sprut, dass jemand wirklich mit Malz nicht klarkommt, also mit Gluten. Das gibt es schon, aber nicht in der Menge, wie es heute dargestellt wird. Und dann sind es oft andere Inhaltsstoffe, die uns Probleme machen. Es sind Zusatzstoffe, die in Nahrungsmitteln drin sind und. Ja, aber das wird dann gerne so eine Topfallergie geworfen. Wenn wir jetzt über Zusatzstoffe reden, also Basis hieß dann ja auch komplett ohne Fleisch, sprich ganz viel vegan. Und gestern gab es zum Beispiel Sauerkraut mit veganen Bratwürstchen. Da sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, boah, das schmeckt ja nach nichts. Ja, eine Packung Bratwürstchen, die wir ausprobiert haben, schmeckte wirklich nach nichts. Die andere schmeckte, also wenn Sie mir jetzt Nürnberger Ostbratwürstchen dahinlegen und diese vegane Wurst, schmecke ich keinen Unterschied. Aber das heißt ja, also basisch ist dann sicherlich auch anders, weil die wird jetzt ja nicht, da ist ja irgendwas drin. Also erstmal, ich habe vorhin schon mal gesagt, basisch, ja, also wir haben einen pH-Wert, also einen Säurebasenwert im Blut, der liegt bei 7,4. Also wir sind leicht basische Wesen, ja. Das heißt aber jetzt nicht, also mit einem pH-Wert von 8 wären sie auch tot, ne? Also nicht nur bei 6, also das heißt, sie können auch überbasen, nicht nur übersäuern, sage ich mal. Also das heißt, es geht ja um die Ausgewogenheit am Ende. Ja, und deshalb nochmal, wenn Sie Salat essen, wenn Sie ordentlich Gemüse essen, ja, und wenn Sie dann, das ist ein riesen Unterschied, ja, welche Art von Fleisch Sie essen, wie das Tier aufgezogen wurde, ja, so, dann haben Sie in der Summe keine Übersäuerung. Sie müssen nicht, also wir machen einen Fehler, dass wir immer einzelne Lebensmittel betrachten. Wir essen aber zubereitetes Essen, ja? Also die Kartoffel als Pell- oder Salzkartoffel, mit der habe ich eigentlich gar kein Problem. Aber Pommes sind auch Kartoffeln, selbst Chips waren mal Kartoffeln. Das heißt, was machen wir denn da draus? Ja? Fischstäbchen haben mit Fisch wenig zu tun. Ja? Also von daher wollen wir immer so, das so in Schwarz und Weiß, das hätten die Leute am liebsten. Das darf ich nicht, da habe ich eine Tabelle und jetzt esse ich nur noch das und ist die Welt in Ordnung. Wird nicht funktionieren. Ja? Mit dem Veganen, wie soll ich sagen, also ich sag mal so, wenn Sie sich vegan ernähren, warum brauchen Sie dann eine Wurst, sage ich mal ganz hart, ja? Oder veganes Fleisch oder wahrscheinlich, also das heißt, das ist so für mich wie die Light-Zigarette, also wasch mich aber, mach mich nicht nass. Und ich beschäftige mich schon relativ lang mit Ernährung, fast 30 Jahre.
Und eins, also da gibt es wirklich Strömungen, Low Carb, Low Fat, High Fat und was weiß ich alles. Aber eins, was ziemlich alle Ernährungsexperten inzwischen anerkennen, ist Folgendes, dass man sagt, hochverarbeitete Lebensmittel sind grundsätzlich problematisch. Und je natürlicher Lebensmittel ist, ja, desto gesünder ist es. Also vegan heißt für mich dann, was ich Gemüse, heißt Obst, aber heißt nicht eine vegane Wurst mit 150 Zutaten, die dann irgendwie noch auf Geschmack getrimmt wird, damit man es nicht unterscheiden kann. Das ist für mich eigentlich fast schon konträr. Ja, also das heißt, alles, was ich auf dem Wochenmarkt frisch einkaufen kann, ist per se schon mal nicht schlecht. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite alles weglassen, wofür im Fernsehen Reklame gemacht wird, ja, dann haben Sie wahrscheinlich 80% oder 90% schon mal richtig gemacht. Und 100% richtig machen macht sowieso keinen Spaß. Also ein paar Laster brauchen wir ja schon. Ja? Also was wir jetzt ja gelernt haben, essen dürfen wir alles. Die Dosis, wie so oft, die Dosis macht das Gift. Ja. Wenn wir jetzt über Ostern sind, also Fastenzeit vorbei, wie wir das Gewicht jetzt halten einigermaßen, haben wir jetzt auch hinbekommen. Es gibt ja viele, die freuen sich aufs große Osterfrühstück. Da gehen sie nicht mit, weil sie haben gerade ein neues Buch geschrieben. Das heißt Frühstücksfasten. ja, also ich gehe da mit beim Osterfrühstück, sage ich gleich. Weil das Buch heißt ja Frühstücksfasten. Hier machen wir ein bisschen Werbung hier. Frühstücksfasten nach der Dr. Valle-Formel. Ich habe dieses Buch eigentlich geschrieben als Reaktion auf das Intervallfasten. Also ich bin vor vier Jahren von Focus Online angefragt worden. Da kam aus England dieses Breakfast Cancelling. Also, Sie kennen Dinner Cancelling? Mhm. Ja? Das wäre sowieso die intelligentere Form des Intervallfastens, das Dinner Cancelling. Ja? Hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt, weil abends nichts essen macht auch keinen Spaß. Ja? So, und dann damals, das war es wirklich ein Biochemiker, der hat einen Diabetes. Und der hat festgestellt, dass wenn er statt, was ich sein übliches Frühstück isst, er nichts isst, ist sein Blutzucker nach dem Frühstück besser. Ich sage immer, wenn ich mich selber kitzle, kann ich den ganzen Tag lachen. Ja, also wenn ich nichts esse, ist der Blutzucker zwar besser, als wenn ich mein Nutella-Brötchen gefuttert habe. Das ist schon richtig. Und der hat dann gesagt, man muss also das Frühstücken ist das neue Rauchen und so weiter. Vielleicht mal zwei Sachen dazu. Also die Begrifflichkeit Fasten bedeutet nicht nichts essen. Wird immer falsch dargestellt. Ja? Vielleicht kennen Sie dieses Meyer-Fasten. Franz Xaver Meyer war so ein Naturheilkundler, ja, und der hat früher diese Milch-Semmel-Diät kreiert, das Meyer-Fasten. Dann gibt es das Budwig-Fasten. Ja, also es gibt verschiedene Arten. Also wir haben das Leberfasten, wo man dreimal am Tag was zu sich nimmt. Ja, also Fasten heißt nicht nichts essen, sondern Fasten heißt, und jetzt mal stoffwechseltechnisch gesprochen, Insulinspiegel flach halten, damit der Körper Autophagie, also entmüllt, Fett aufschließt, dann entgiftet, sage ich jetzt mal bewusst ein Fragezeichen. Also es gibt Schadstoffe, die, also gerade die fettlöslichen können problematisch sein, weil die natürlich im Fett gespeichert werden. Und wenn Sie in den letzten 10 Jahren nur Fett aufgebaut haben, aber nie abgebaut haben, dann kumuliert das. Ja? Die wasserlöslichen, die gehen so richtig mal schneller durch. Ja? Also das heißt, nach ein paar Tagen haben wir die wieder ausgeschieden. So, das heißt, unsere Hauptmülldeponie ist das Fett. Und wenn ich jetzt fasten will, will ich Fett loswerden. Aber die meisten Menschen haben zum Beispiel zu wenig Muskeln, nicht zu viel. Und die wollen ja keine Muskeln aufbauen. Ja? Also das heißt, und da haben wir auch keinen Müll drin gespeichert. So, das heißt, beim Fasten geht es darum, zunächst mal Insulinspiegel flach zu halten und natürlich auch Kalorien einzusparen, das ist schon richtig, damit der Körper eben aufräumt. Damit sie ihre Speckfibros, ihre Hüftgold, aber auch die Leber entfetten oder andere Organe. Ja? So. Dazu reicht es aber, was Sie ja richtig gemacht haben, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Ja? Die können Sie, wenn Sie theoretisch, macht auch keinen Sinn, schaffen Sie auch nicht auf null reduzieren. Also möglichst runter mit denen. Aber auf der anderen Seite, habe ich Ihnen erklärt, muss ich dann Eiweiß eher hochfahren. Ja? Und das Fett wird ja auch viel zu viel verteufelt, weil ich sage jetzt mal ganz einfach, wenn Menschen, wir müssen in der Ernährungsberatung unterscheiden zwischen Menschen, die insulinresistent sind und die nicht insulinresistent sind. Und die Insulinresistenz, also dass wir mehr Insulin brauchen, um die Kohlenhydrate zu verwerten, leichter Fett aufbauen, leichter speckig werden, schlechter Fett verbrennen, hat immer mit hohen Insulinspiegeln zu tun. Und diese Insulinresistenz wird unter anderem getriggert über Entzündungen. Wir nennen das im Fachjargon Silent Inflammation, also so unterschwellige Entzündungen. Und durch gutes Fett, Omega-3-Fette, aber auch zum Beispiel Omega-9-Olivenöl, die wirken antientzündlich, verbessern sie das. Also das heißt, wenn, und deshalb habe ich dieses Frühstücksfasten entwickelt,
Weil, also was mich schockiert hat, ist eine Studie, die war im Journal of Nutrition 2018, glaube ich. Da hat man eben dieses Intervall, also zwei Studien haben mich da getriggert bei dem Intervallfasten. A, die eine hat gezeigt, wenn ich genauso wenig, genauso meine 20% Kalorien einspare mit 3 oder 5 Mahlzeiten, kommt es gleich raus. Also es hat keinerlei Vorteil. Das zweite war aber, das war eine Meta-Analyse. Also Meta-Analyse heißt, man fasst verschiedene Studien zusammen, um dann noch einen besseren Überblick zu haben, weil jede Studie auch ihre Schwankungsbreite, Fehlerquote hat. Das nivelliert sich dann eher aus. Ja? Und da zeigt es sich, je häufiger Menschen das Frühstück weglassen, desto höher ist ihr Risiko, am Typ-2-Diabetes zu erkranken. Und am höchsten war das Risiko für einen Typ-2-Diabetes, wenn dann 4 oder 5 Tagen am Tag nicht gefrühstückt wurde. Ja, so. Und das andere ist, ich mache, wie gesagt, schon sehr lange Ernährungsberatung und wir machen nicht nur als Ärzte Labor, sondern man kann heute ihren Körper vermessen. Bioelektrische Impedanz oder Infrarotspektroskopie. Also ich kann sehen, zu wie viel Prozent oder Kilo bestehen sie aus Fett, Muskeln, Wasser, sage ich mal. Ja, so. Und Gewicht abnehmen ist eigentlich nie das Ziel, was jemand hat. Sie wollen nicht abnehmen, sie wollen abspecken. Bei den meisten Menschen wäre es sogar gut, die würden Speck verlieren, sogar ein paar Muskeln aufbauen. Ja, so. Und in dieser Zeit meiner Ernährungsberatung habe ich gesehen, dass Eiweiß der am meisten unterschätzte Nährstoff ist. Und Eiweiß hat eine riesen Renaissance erlebt. Ja, das heißt, wir sind mal gekommen vom Eiweißbedarf. Ganz früher hat man gesagt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann hat man 1 gesagt, dann sagt man 1,2. Heute geht man sogar, wenn ich jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate reduziere, nicht mehr Eiweiß brauche, bis 1,5 oder bei älteren Menschen. So, das heißt, mein Eiweißbedarf wäre, ich habe etwas über 80 Kilo, zwischen 100 und 120 Gramm am Tag. Wenn ich jetzt Intervallfasten mache, dann habe ich genau 2 Mahlzeiten, um diesen Eiweißbedarf zu decken. Wenn ich jetzt auf die 120 Gramm kommen wollte, müsste ich 2x 60 Gramm oder werde ich bei der einen nur 50, bei der nächsten 70 Gramm essen. Das wird gar nicht mehr aufgenommen. Verstehen Sie? Das heißt, wenn ich meinen Eiweißbedarf vernünftig decken will, ist 3 Mahlzeiten 30, 30, 40 oder 3x 40 einfacher. Die optimale Eiweißrange ist wohl zwischen 25 bis 40 Gramm pro Mahlzeit. Drüber ist es. Ja, ist aber verdauungstechnisch schwierig, das alles auch richtig zu verwerten. Ja, deshalb trinken Bodybuilder fraktioniert, also kennen Sie, laufen immer mit dem Shake da in der Hand rum und so. Ja, das heißt, das ist schon mal ein Problem beim Intervallfasten. Und das Zweite ist ja, es kommt ja nicht darauf an, dass ich jetzt 16 Stunden Fett verbrenne durch niedrigen Insulinspiegel, ist klasse. Aber am Ende des Tages heißt es so schön, wird zusammengezählt. So, und wenn ich dann Kohldampf habe und dann überkompensiere, ja, dann habe ich nichts gewonnen. Also es kommt ja darauf an, wie viele Kalorien habe ich am Ende des Tages gegessen. Ich hatte einen Patienten, der kam eigentlich zu mir. Ich wollte ihn eigentlich zum Chirurgen schicken, also operieren lassen, weil der 220 Kilo hatte. Wollte aber nicht. Dann hat er halt bei mir versucht, so abzunehmen. Und der hatte nicht 16:8 Fasten gemacht. Der hatte seit Jahren 20:4 Fasten gemacht. Ich sage, was bedeutet denn das? Er sagt, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Aber abends um 20 Uhr habe ich angefangen und habe bis 24 Uhr durchgehend gegessen. Ja, also das Zeitintervall mag eine Rolle spielen, aber am Ende um die Kalorien kommen wir nicht drum rum. Ja, und deshalb habe ich dann gesagt, Mensch, wie kann ich den Leuten helfen, damit die jetzt nicht da dieses Intervallfasten, der Schuss in den Ofen wird, die nehmen zwar ab, dann bauen sie aber auch Muskeln ab, dann nehmen sie hinterher wieder zu und dann haben wir es wie bei allen Diäten. Dann ist der Hype rum, dann kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, Frühstücksfasten nach der Dr. Valley-Form, wo ich gesagt habe, ja, 3 Mahlzeiten, davon eine zum Frühstück, möglichst no carb, nur ein Hüttenkäse, 3 Eier, von mir aus mit Speck oder was, aber keine Kohlenhydrate, um eben diese Fettverbrennung, das bedeutet Fasten, eigentlich niedrigen Insulinspiegel bis mittags zu prolongieren. Dennoch, und das ist wichtig, meinen Eiweißhunger zu stillen. Also ich habe in dieser Formel diese Energiedichte eingebaut, weil ich eben gesagt habe, Kalorien pro 100 Gramm. Ich habe die Nährstoffdichte eingebaut, also ich esse ja nicht Kalorien, ich esse ja Nährstoffe. Ich habe den glykämischen Index oder heute nennt man das besser die glykämische Last mit eingebaut. Ja, und dann habe ich aber noch etwas kreiert. Also einmal die Eiweißdichte, Eiweiß pro 100 Gramm. Aber da will ich nochmal ein Buch drüber schreiben, das hatte ich am allerwichtigsten. Eiweiß pro 100 Kalorien ist noch wichtiger. Also ich nenne das den Eiweiß-Kalorien-Quotienten. Ja?
So, weil das wird am Ende der Zeit am entscheidendsten sein. Also es kommt ja darauf an, esse ich Eiweiß pur oder esse ich Eiweiß verdünnt. Und da wir sowas haben wie einen Eiweißhunger, ganz wichtig, ja, sollte ich den möglichst schon am Morgen stillen. Das heißt, mit diesem Frühstücksfasten, wo Sie morgens, wie gesagt, hier sind in dem Buch sind viele Rezepte drin. Ich habe aber auch, sage ich ganz ehrlich, auch so einen Fasten-Shake entwickelt, weil vielen Menschen ist es einfach zu umständlich. Ich sage, von Montag bis Freitag trinke ich gern morgens einen Shake. Und das Osterfrühstück, um darauf zurückzukommen, mit 3 hartgekochten Eier und ordentlichen Lachs, würde sogar beim Frühstücksfasten passen. Nur die Scheibe Brot fehlt halt. Dann zum Abschluss noch die Frage, weil wir eben auch kurz drüber gesprochen haben. Ich weiß, die messen wahrscheinlich nicht so oder die messen mit Sicherheit nicht so genau wie Sie jetzt. Aber so eine Waage, kriegt man ja mittlerweile auch für unter 30 Euro als kleines Ostergeschenk. Also bei mir steht immer alles genau drauf, wie viel Muskeln, wie viel Fett, wie viel Gewicht und wie viel Wasser. Und der BMI steht auch drauf. Ja. Also 20 ist gut, oder? Nein, also der BMI berechnen ja ganz einfach, weil sie ihre Größe eingegeben haben und misst ihr Gewicht. Und das kann die Waage. Ja? So, den Rest, was die da angibt, machen sich mal nur zur Frau. Sie werden rückwärts vom Stuhl fallen, wie ihr Körperfett nach oben schnellt. Ja, ja das so, weiß ich, das habe ich gesehen. Machen sich mal 5 Jahre jünger, ja? Dann werden sich wundern, wie ihr Körperfett nach unten geht. Ja, so, das heißt also, was die Waage sonst noch anzeigt, ja, ich sag mal, das ist 90% statistisch gerechnet. 10% hat da Messung. Also, das können Sie fast vergessen. Ja, das ist ein nice to have. Sie kriegen ein bisschen was mit zusätzlich. Ja, und natürlich kann ich über statistisch sagen: Mann, ich sag jetzt mal 50 Jahre, 1,80 und 75 Kilo, da kann ich sagen, der wird ja keine 50% Körperfett haben. Ja, so tickt diese Waage. Also, wenn wir mit diesen Geräten messen, also was ich noch habe, das hat noch fast 15.000 Euro gekostet. Ja. Heute kriegen sie das von einer deutschen Präzisionsfirma, kriegen sie solche Geräte dann für 8.000, 9.000 Euro. Die sind aber sehr, sehr genau. Ja, und die berücksichtigen auch Alter, Geschlecht und sowas, aber für die letzten 3% des Messergebnisses. Das heißt also, die sind standardisiert gegenüber MRT. Also wenn Sie Ihre Muskeln genau wissen wollen, brauchen Sie Kernspintomographie. Geht nicht anders. Ja? So. Und das heißt, die sind dann sehr, sehr genau. Diese Systeme sind auch richtig teuer. Aber Ihre Waage zu Hause ist doch nett. Also ich würde sagen, stellen Sie sich drauf, Ihr Gewicht ist okay. Ja? Und dann kaufen Sie sich noch ein Maßband oder kriegen Sie überall, wo Sie Ihren Taillenumfang mal messen. Ich glaube, das sagt auch schon sehr viel aus. Also wenn Sie mir sagen, Ihre Größe, Ihr Gewicht und Ihren Taillenumfang, kann ich Sie schon recht gut einschätzen. Was die Waage dann noch zeigt, kann ich Ihnen fast auswendig dann auch vorbeten. Statistisch ja, richtig, im Einzelfall können Sie relativ wenig mit anfangen. Aber ich habe jetzt, um dann den Bogen zu schlagen zum Anfang, auf die 7 Wochen habe ich schon gesehen, ich habe bei 19,1 Fett Gehalt angefangen und jetzt bin ich bei 14,2. Also da passiert ja dann doch irgendwas. Ja klar, weil Ihr Gewicht ja runtergegangen ist. Das rechnet die, okay, also Ostergeschenk müssen wir uns ein anderes ausdenken. 8.000, 9.000 Euro ist ein bisschen viel. Ich mag ja nicht schlecht reden, aber das darf man nicht überbewerten darf. Außer, ja, und ich glaube auch, wenn es sich mal morgens und abends drauf... Das Problem ist folgendes bei den Waagen. Weil die gehen ja indirekt über den Wasserhaushalt, sage ich mal. Ja? Ich nehme jetzt mal an, aus dem, was Sie gesagt haben, die Sie relativ gute, und bei 14 oder 20%, das wollen wir gar nicht streiten, haben Sie gute Körperfettwerte, Sie machen wahrscheinlich Sport, Sie ernähren sich gut. Und dann kommt das schon einigermaßen hin, allein schon über die Statistik. Das ganz große Problem sind richtig adipöse Menschen, also Menschen mit starkem Übergewicht, deren Wasserhaushalt extrem schwankt. Ja? Und vor allen Dingen diese ganzen Waagen lässt ja nur die untere Körperpartien rechnen hoch. Und nachts haben sie gleichmäßig verteiltes Wasser, weil sie flach liegen. Dann stimmt der Wert einigermaßen morgens. Ja? So. Wenn sie den ganzen Tag dann stehen und ich sage mal, das Wasser sackt nach unten, dann rechnet das System ja, misst mehr Wasser, sagt aber bei gleichem Gewicht, also hat er weniger Fett. Das ist aber nur verschoben. Und dann kriegen sie Sprünge von 5% im Körperfett von morgens auf abends. Bei Ihnen nicht, aber bei stark übergewichtigen Menschen schon. Das heißt also, je stärker jemand übergewichtig ist, desto ungenauer werden gerade diese Waagen zu Hause. Ja? Und das kann einerseits zu Freude führen, dass sie abends dann sagen, ja toll, falsch niedrig gemessen, aber auch zu Frust. Wieso denn? Ich habe doch gar nicht gegessen. Warum habe ich morgen 3% mehr Körperfett? Kann doch gar nicht sein.
einfach nur Schwankung der Waage, messtechnisch bedingt. Okay, Ostergeschenk müssen wir uns was anderes ausdenken. Ja. Osterfrühstück bleibt. Und wie wir das Gewicht halten, kann sich jetzt im Grunde genommen ja jeder aus dem, was wir jetzt in der letzten halben Stunde besprochen haben, auch aussuchen. Weil dann halte ich sehr definitiv und nehme auch nicht zu. Und halte auch das Gewicht, was ich mir jetzt in der Fastenzeit erarbeitet habe, ja, oder? Wenn ich mich dementsprechend bewege, wenn ich jetzt natürlich... Es sind ja verschiedene Fragen. Also halten sich an die drei Mahlzeiten, wobei eine Mahlzeit entweder, sagen wir mal, so ein Frühstücksshake sein kann oder halt eine reine Eiweißmahlzeit morgens. Ja? Essen Sie sehr gemüsebetont, da haben wir Ihren basischen Effekt drin. Achten Sie aber gleichzeitig auf genügend Eiweiß. Drei Mahlzeiten heißt zwischen den Mahlzeiten Essenspausen haben von 4 bis 6 Stunden, in denen Sie sich keine Kalorien zuführen. Also Wasser trinken, Kaffee schwarz oder Schuss Milch geht, aber kein Zucker rein. Ja? So, trinken Sie, also die Deutschen trinken ja fast 300 Kalorien am Tag. Achten Sie mal drauf, dass Sie vielleicht jetzt, wenn Sie wieder Alkohol trinken, den vielleicht nur 3 oder 4 Mal die Woche und dann ein Gläschen Wein abends beim Abendessen trinken, statt 2 Flaschen Bier jeden Tag. Ja? So. Und dann, Sie haben schon gesagt, bewegen Sie sich. Vielleicht da noch eins, wenn Sie sich unbedingt Ostergeschenk gönnen wollen, ein paar Turnschuhe haben Sie, aber ich weiß nicht, ob Sie Hanteln oder Däuserband oder sowas haben, sprich, machen Sie auch noch Krafttraining. Je älter Sie sind, desto wichtiger wird Krafttraining, weil Krafttraining ist Muskeltraining, Muskel ist die Stoffwechselmaschine und Sie werden lachen, Muskeln sind auch gut fürs Gehirn. Das ist ein schönes Schlusswort. Ihnen, Herr Dr. Vallée, und euch und Ihnen frohe Ostern. Ja, Ihnen auch frohe Ostern. Bis dann. Tschüss.